Wir besuchen heute Michael Stöhr, den Gründer des Maskenmuseums Diedorf, der uns auch ein Stück weit hinter seine Maske blicken lässt. Herr Stöhr, warum ist das Maskenmuseum in Diedorf Ihr persönlicher Lieblingsort? Ich habe hier die Möglichkeit, mit den Objekten, die wir aus verschiedenen Ländern zusammengetragen haben, anderen Leuten zu zeigen, wie Kultur und Leben der anderen Länder und Völker funktioniert, und kann hier die Geschichten erzählen, die wir auf unseren Reisen erlebt haben. Sie haben, wenn Sie unterwegs waren, so viele Masken zusammengetragen, dass es im Schnitt 1,5 bis 2 jeden Tag sind. Wie muss ich mir das rein technisch vorstellen? Handgepäck reicht da ja nicht mehr. Wir haben also anfangs oft auch etwas mit der Post aufgegeben, und zwar auch aus der Südsee dann nachher ein Päckchen gemacht. Und es war dann manchmal wohl auch so, dass wir in einen Möbelcontainer mit unseren Masken mit hineinschlupfen durften und uns die Masken dann hier von den Möbelherstellern oder Möbelverkäufern wieder abholen durften. Also man beschäftigt sich natürlich auch ein bisschen mit der Psychologie des Sammlers, das heißt mit sich selbst. Und da ist beim Sammler das Grundproblem, dass wenn jemand sehr viele Dinge zusammenträgt, dass er verliert, sein Lieblingsding zu finden. Und wer sein Lieblingsding nicht findet, der sammelt natürlich immer weiter und ist nie an einem Ende. Was würden Sie machen, wenn es hier brennt und Sie könnten eine Maske mitnehmen? Das geht ja dann gar nicht mehr. Das geht nicht, ne? Also ich würde wahrscheinlich schon aus Panik einfach fliehen, weil ich mich gar nicht entscheiden könnte. So, Herr Stöhr, jetzt noch Erinnerungsfoto von Ihrem Lieblingsort und... Das hier ist meine Lieblingsmaske. Sie kommt aus Papua-Neuguinea, stellt einen Waldgeist dar, also die Ahnen, und ist wichtig, wenn junge Burschen in die Runde der Männer aufgenommen werden. Das war das Maskenmuseum in Diedorf, der Lieblingsort von Michael Stöhr. Was ist euer Lieblingsort hier in Bayerisch Schwaben? Einfach unten in die Kommentare schreiben.